Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Paladins-Video. Und zwar haben wir heute ein Gameplay von jemand anderem, und zwar dem Gyrus aka Ruckus Main hier. Zumindest hab ich so eine Erinnerung, dass er Ruckus meistens gespielt hatte in Ranked. Und das ist auch ein High-Elo-Game, also Master bis GM. Kann auch sein, dass Dias oder Platins drin sind, das ist halt normal. Und ja, ich nehme jetzt auch Gameplays von anderen Leuten an. Das heißt, wenn ihr eins reinschicken möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ich kann auch manche Games zum Beispiel coachen, wenn die nicht so gut sind. Ja, so, hier haben wir das Deck. Also ziemliches Standard-Deck eigentlich so, was man bei Ruckus öfter sieht. Ja, wisst ihr, Ruckus ist ziemlich schwerer Off-Tank an sich. Und vielleicht können wir uns ein bisschen was anschauen, wie das halt hier so funktioniert. Ich selber spiele Ruckus nie. Einer der wenigen Champs, wo ich wirklich gar nicht spiele, so, die ziemlich in der Meta sind auch. Zumindest Ruckus und Atlas zum Beispiel. Wobei ich mit Atlas auf jeden Fall ein bisschen mehr drin bin, als mit Ruckus. Also Ruckus wirklich so gar nicht von Tanks. Bin ja so ein richtiger Damage-Tank-Main, so, Off-Tank und Point, beides, wie auch immer. Und ja, so, boah, okay. Das war natürlich sehr viel Damage. Da weiß man auch nicht, was man machen kann. Eine Vora kann auch richtig gut farmen, ne, auf dem Ruckus. Das ist halt hart. Und was haben die noch? Eine Cassie. Ist auch ziemlich eklig. Also Ruckus hat halt viele Konter, ne? Das ist halt so das Problem. Deswegen wird es gar nicht so oft gepickt, aber hat halt eine enorme Mobility. Also an sich eigentlich auch die beste Mobility von allen. So, das ist ein Touch. Aber Tiberius leider wieder down. Ja, er ist Team Rot, richtig. So, jetzt wird der High Ground hier eingenommen. Und schön auf die Vora runtergeballert. Oh, jetzt muss ich schnell gehen. Okay. Noch Glück gehabt, dass da. War das wegen dem Schild? Nee, das war wegen dem Healing, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das genau mit der Vora Ulti ist. Da bin ich auch nicht so drin. Auf jeden Fall fehlt da nicht viel. Sonst wäre er dann da gestorben. Ja, so, der ist schon down. Ja, haben sie doch noch bekommen. Das ist auf jeden Fall nice. So, ich muss kurz überlegen, so. Es verwirrt mich auch manchmal mit diesem roten, blauen Team. Momentan, in letzter Zeit haben wir sehr viel, rote Teams. Also in unserem Favor. So, Vora wird gekillt. Spielt sie eigentlich einen Tank-Schredder? Ah ja, okay. Das ist natürlich dann noch schlimmer, ne? Also, die Damage-League ist halt so insane mit Vora. Damit kann man wirklich richtig hart die Tanks schreddern. Das ist halt Sick Catch am Anfang nicht gedacht. Also meine Prediction, dass man Tendril spielt, ne? Also die zwei Lianen, war zwar schon richtig, aber dass man halt noch das mit diesen Tank Shredder spielt, hätte ich halt nicht gedacht. Ne? Das ist halt ziemlich underrated am Anfang gewesen. So, ich bleib erstmal stucken an Naras Wall. So, jetzt wird hier geguckt, wie man noch Damage machen kann, schön auf den Highground, damit man die Rockets easy treffen kann, das ist klar. Und halt einen schönen Überblick hat. Highground ist immer gut. Ja, und das ist auch der Push. Da wurde sich zu krass auf Ruckus konzentriert. Und war kein Space halt, deswegen easy Push halt. Damage haben wir Lian ganz oben, dann Vora, das ist normal. Gerade Vora, wie gesagt, mit der Damage-Liege, dann Tiberius, dann sogar Ruckus. Und der Rest, so. Der mit Shielding interessiert keinen so richtig. Dumba 51k und Ceres. Also man sieht immer nur Dumba und Ceres in letzter Zeit. Ne? Und tatsächlich hat der Dumba sogar mehr geheilt. Not bad. Obwohl die eine Inara haben. Ne? Da macht der Dumba wohl einen etwas besseren Job. So. Und ist by the way Solo Queue. Also wenn ihr gerne ein Gameplay einschicken möchtet, dann könnt ihr mir das auf den Discord zuschicken. Und ja, muss natürlich auch schon irgendwie ein nices Gameplay sein. Keine Stomps bitte, keine 4-0 Games. Und ja, sollte schon irgendwie ein gutes Gameplay sein. Auch wenn es ein Low-Elo-Gameplay ist, kann man natürlich ein bisschen, sage ich mal, coachen sowas. Wenn es ein High-Elo-Game ist, werde ich es einfach kommentieren. Und jo. So, das ist ein Safe-Kill auf Khan. Das ist in Ordnung. Solo-Ult ist halt so immer ziemlich nice, wenn man dann den Kill auch wirklich holt. Zweiter Kill auch. Und da ultet Nara Ruckus, warum auch immer. Ja, sowieso keiner. So.
schön die Nerven. Also man muss auch sagen, Khan gegen Ruck ist halt auch, ist auch ziemlich strong so, ne? Und ein Ruck ist auch einfach zu ulten als Khan. Das ist wirklich nicht einfach, ihn zu spielen gegen viele Counter. So, jetzt wird irgendwie gerade auf den Punkt ein bisschen gekappt. Das ist meiner Meinung nach gar nicht notwendig, weil Dumba ja eigentlich gar keine Pressure hatte, aber hat sowieso keiner getoucht, von daher Glück gehabt. 3-0 steht es jetzt. Also sieht ziemlich gut aus. So, schön auf den Highground, wie man das halt so macht. Dieser Standard-Skin einfach mit diesen Kanonen, oder was ist das für ein Skin, dieser... diese Waffen aus diesem, ich weiß nicht, wie der Skin heißt, auf jeden Fall aus diesem schwarzen Skin da und dann den blauen Ruckus, einfach Standard Ruckus. So, da wird gewartet, weil gerade das Team down ist, man nicht eh nicht viel machen kann. Kann ich mehr reden, es ist zu spät eigentlich, um sowas aufzunehmen, aber egal. Ich wollte das Gameplay noch aufnehmen, bevor das halt verschwindet. Was hat er die Dash-Reichweite auf 4? Okay. Die A ist, sogar auf F, gar nicht auf den Rockets. Ich bin tatsächlich persönlich ein Fan eher von den Rockets. Ich meine, klar, beim Dash hat man, man hat ja auch, 3 Ladungen. Wenn ich richtig bin. So, hat man 3 Ladungen? Ja doch, man hat 3 Ladungen beim Dash. Und, ja, ist halt eine Sekunde länger der DA, aber zum Beispiel, ich dash halt nicht die ganze Zeit rum, ich benutze halt eher, wenn ich halt die Rockets benutze, brauche ich irgendwie den DA mehr, also ich weiß nicht, ist auch jedem sein, das glaube ich als Spieler. Kann auch sein, dass es Much ist, was ich laber, aber ja, weil Rockets bin ich wie gesagt nicht so drin. Ich habe auch nur öfter gesehen, dass Leute halt auch die DA-Rocket-Karte lieber haben, als die Dash-Karte. Ah, okay. Und ja, da wurde er von Bora geholt, okay. Schön um die Ecke. Hätte die Ult vielleicht abbrechen können, aber hat vielleicht gedacht, okay, da kommt noch einer rein, aber das wird keiner machen. Das wird keiner machen, eine Ruckus Ult freiwillig reingehen. So, kommt da noch ein Touch? Nee, da kommt kein Touch. Alles klar. Bis jetzt eigentlich ziemlich interessant. 3-1 steht es für die, also ziemlich ja, offensichtlich auf den Win hinaus. Damage Lian ganz oben, dann Vora, dann Tiberius, das ist klar. Und dann kommt auch sogar schon Ruckus. Ja, Shielding, wer es sehen möchte, interessiert an sich wie gesagt keinen. 100k Heal, 117k Heal für Dumba und 99k Heal für Ceres. Interessant. So, da wird Haven gekauft und Master Riding. Ja gut, sehr viel Hitscan halt bei denen. Eigentlich nur Hitscan. Von daher, beziehungsweise Direct Damage, nicht Hitscan. Ist falsch. Dann kann man natürlich ruhig auf ein DR-Item gehen. Die beiden stecken hier. So. Lass mal gucken, wo wird hier hart geflankt. Wo kann man jemanden flanken? Cassie alleine. Das ist ein nicer Dive. Jetzt fehlen halt die Rockets leider. Und. Aber hat er. Ceres gut weggeflankt. So, jetzt kommt ein Khan-Ult. Hat er denn genug Dashes? Ne, er wird ihn wahrscheinlich safe reinwerfen. Falls er überhaupt schafft, ich wollte es gerade sagen. Er schafft es halt nicht, aber Scherm tut er trotzdem. Okay. Das ist halt so weird hier irgendwie. Er hätte ihn sogar rauswerfen können. Ich glaube, der wäre gar er wäre wirklich rausgeflogen, ja, weil er nur einen Dash hatte. Aber kann man natürlich nicht wissen, ne? Und vielleicht hätte das ja trotzdem doch irgendwie noch geschafft. Aber Leute, so in den Boden, also da wirklich direkt reinzuwerfen, ist halt schwierig. Und das kann man nur an der Seite da machen. So, Cassie wieder alleine, kann man gut wegholen, aber da kommt Hilfe und da, da kommt der Shredder von Vora. Holy shit, dieser Poison Damage. Und K natürlich auch. Also ist ein schweres Matchup, muss man echt sagen, gegen Cassie, gegen Vora mit dieser Legi. Kann man richtig gut drauf fahren, mit einem Khan auch. Also auch Ults von Khan sind halt einfacher zu treffen, natürlich auf dem Ruckus.
in die riesen Hitbox. Oh, RIP. Okay, das war ein sehr harter Burst. Das war ein bisschen lost reingedived, muss ich sagen. Das war ein bisschen weird, wie er da reingedived ist. Das wird wieder gewartet wahrscheinlich, um vermutlich irgendwie wieder wegzuflanken. Die Cassie ist wieder alleine, vielleicht kann man die wegdiven. Yep. Wenn ich die Cassie wäre, wäre ich wahrscheinlich runtergedasht, aber geht doch wieder back. Okay, das ist zu viel Damage und jetzt auch wieder tot. Das ist halt ein Fail-Dive gewesen. Das ist halt schwierig, das ist riskant sowas, ne? Wenn man halt so was macht, ich bin da immer so ein Typ eher. Ich bin auf der sicheren Seite, bleib ich auf dem Highground und poke ein bisschen Damage runter. Weil ich finde, das kann man mit Ruggles eigentlich auch ziemlich gut machen. So, nice. Perfekt, die Dinger getroffen. Und da wird erstmal emoted, okay. Auch nicht schlecht. Marsch aber auch mal, wenn mich einer irgendwie abfuckt oder so. Oder wenn ein Spieler in der vorigen Runde getrashed hat, dann irgendwie logisch, ne? Oh, da wird gekrippelt, Schild hoch und weg. Der Damage ist halt insane, ne? Und der stirbt halt noch. Ich sag's euch halt, mit Vora und dieser Legi, das ist eigentlich, das müsste eigentlich ein Safe Win für die sein. Ruck ist da so komplett aus dem Spiel genommen. Auch für den Nara ist das viel, für den Nara. Für den Core ist das sehr viel Damage in der Ult, ne? Also, das selber gespielt mal, wenn man da gegen Core spielt, ist das halt unnormal hart. Wenn er die Ult raus hat, ist das wie so ein Sky Shredder. Das sind ja 10% von den maximalen HP zusätzlich als Damage. Ich weiß gar nicht, wie viel es normal macht und voll gestackt. Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber. Oh, Schild gerade weg, RIP. Da sagen wir gleich was zu, wenn es vorbei ist hier. So, Nara down, das heißt keine Point Control erstmal. 5 gegen 4. Da kann man diven gehen. Nice, hat er. Vielleicht die Ceres auch noch, wenn sie nicht in die Elf geht. Nice. Und Cassie auch down. Das war doch ein schöner Clean hier. Nara auf dem Payload. Spielt die Cripple? Nee, ne? Nee. Aber die Sloan ist so krass reingekickt. So, okay. Guck mal kurz auf den Damage. 123k, 100k, auch 101k wieder auf Vora. Casey sogar ein bisschen wenig. Healing 157k, 150k, also ziemlich identisch. 9 Kills für Ruckus, 7 Tode. Kann halt 15,8. Jo. Ja, was ich sagen wollte, ist bei dem Vora, also bei der Legi halt, ihr müsst euch vorstellen, 10% mehr Damage. Wo ist er? Da. Ist halt krank, ne? Weil wenn man überlegt, hier 4, sagen wir mal 4k, ne? So eine runde Zahl. 4k Leben. Dann hat man einfach 400 Damage, den man da mehr bekommt, ne? Mehr. So, das Q macht ja schon so ganz guten Damage, vor allem wenn man stackt oder so. Aber 400 Damage mehr und, keine Ahnung, wenn der Core Ult da ist mit 9k Leben, dann macht man 900 Schaden mehr. Das ist halt schon krank. So, Vora kann natürlich nicht gefängt werden. Geht direkt weg. Und da kommt eine Nara Ult. Nice. Also eine Ult gegen Nara. Cassie hat Ding bekommen. Wen hat sie bekommen? Ich hab's gar nicht gesehen. Jetzt habe ich es wieder weg. Ja gut, Dumbbites auch da. Also zwei Picks für Cassie und eine Ult von Khan. Vielleicht survived er es, weil Cassie nicht. Ich glaube, das survived er, oder? Nee, doch nicht. Doch nicht. Khan den Vora? Nee. Hab nur Ceres nur mit drauf geschossen. So. Aber wieder ein Pick für Team Rot. Sieht ziemlich nice aus. So. Also, let's go. Haben aber noch Zeit, denn noch nicht so viel gekappt. Und zwar Comeback Mechanic, aber nicht die volle. Nur die halbe. Oder auch direkt wieder down. Das ist halt schlecht gezoned, ne? Oder unfortunate gezoned, wie auch immer. Kann ja immer mal passieren. So, mit einer Rakete wird er hingegangen, aber auch getroffen, nice, aber Cassie rollt nur rum. Spielt sogar Dodgeball, okay, das ist natürlich krass, ne? Da kann man 101 echt hart verkacken. Aber sieht
nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. So. Ja, Stats sind 12,8. Ich habe eben den Damage nochmal am Ende gezeigt. Stimmt, das muss ich immer vorher machen. So, wir haben ja netterweise einen Screenshot bekommen. Das ist auch immer ganz wichtig zum Gameplay. Immer einen Screenshot bitte am Ende schicken, damit man sich die Stats angucken kann. Sonst muss ich die immer am Ende so zeigen. Das ist ein bisschen blöd, dann kann man das nicht so richtig analysieren. Also war an sich, muss ich schon sagen, war gut geplayt. Die Stats sind zwar natürlich nicht krass so, aber vom Game an sich war halt gegen richtig viele Konter. Also Cassie, Dodge Roll kann halt richtig reinschreddern gegen den Ruckus. Vor allem 101, ne? Wenn die halt jeden Schuss trifft, ist halt vorbei, ne? Vora mit der Legi, Khan ist auch sehr gut gegen Ruckus, kann er richtig gut Damage farmen. Zumindest ging es mir immer so, wenn ich halt Khan gespielt habe. Ja, war an sich wie gesagt nice. Und ich würde sagen, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo seid, dann tut dies. Und beziehungsweise, ja, abonnieren tut dies, das macht gar keinen Sinn. Aber ja, Gameplays, wie gesagt, per Discord, Privatchat. Könnt ihr mich da kontaktieren, ist alles in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.